I've been losing touch. Long legs bend at the knee. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal und willkommen zur versprochenen Haustour. Ich glaube, meine erste Haustour oder allgemein meine Haustour ist 1,5 Jahre her und es hat sich wirklich einiges verändert und deswegen dachte ich so, es muss mal geupgradet werden. Ich habe euch auch in irgendeinem Video gefragt, ob ihr Bock habt auf eine upgradete Gartentour, war das, glaube ich. Da habe ich euch gefragt, habt ihr Lust auf eine neue Haustour? Und das hattet ihr auf jeden Fall und deswegen kommt sie heute. Ich nehme euch jetzt so mit, als ob ihr es noch nie gesehen hättet, weil einfach diese Haustour schon so lange her ist und ich dann nicht die ganze Zeit so gesagt habe, so von wegen, hey, das habt ihr in meiner ersten Haustour gesehen, sondern es ist wirklich, als ob ihr das erste Mal irgendwie hier drin seid. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an und reden nicht drum rum. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Okay, ich befinde mich jetzt gerade hier vor meinem Häuschen. Hier sieht man auch als erstes meine Veranda. Und ich dachte irgendwie so, zur Vollständigkeit halber, packe ich euch das jetzt noch mit rein. Ich zeige euch eben noch mal kurz meine Veranda. Man kann wirklich sagen, es ist wie mein zweites Wohnzimmer im Sommer. Also ich liebe es so über alles, dass ich noch so eine Möglichkeit habe, überdacht hier so zu sitzen, auch wenn so Regen ist. Also hier kommt wirklich kein Regen rein, weil die meisten schreiben immer so, Fenja, du hast hier einen Teppich, du hast hier so Möbel und wird das nicht nass? Also hier kommt wirklich kein Regen rein, außer es stürmt so extrem, wenn schon ein bisschen, aber wirklich nicht viel. Wir haben hier vorne so richtig süße Blümchen. Das habe ich dieses Jahr vor allem sehr, sehr doll erweitert. Das finde ich unfassbar schön. Jetzt im Herbst sieht es nicht mehr ganz so toll aus, aber im Frühling, Sommer war das auf jeden Fall richtig schön. Ich habe hier einen riesen Teppich. Der war mal in meiner Hamburger Wohnung. Das hier sind meine alten Wohnzimmertischchen. Ich weiß, dass sie eigentlich nicht für draußen geeignet sind. Ich schaue mal, wie sie sich verhalten. Vielleicht geht das hier also über den Winter, maybe. Und hier mein Palettensofa. Das habe ich, boah, vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich das selbst gemacht. Aus so Paletten und diese Sitzkissen hier hat Mama selbst genäht. Also ich finde es unfassbar schön, weil das so eine Leinenoptik hat und ich finde es einfach krass auch allgemein, was für Props Mama irgendwie hat. Also wie krass sie unterwegs ist, dass sie so Palettenkissen selbst nähen kann. Hier sind so richtig süße Kissen, die habe ich sogar selbst gemacht. Da habe ich auch ein YouTube-Video zu gemacht. Allgemein, ich glaube, in diesem Video, wenn ich rumgehe, sage ich fast in jedem Satz, ah, das habe ich euch da und da gezeigt. Ah, das habe ich euch in dem TikTok gezeigt. Ah, das war irgendwie ein Video. Also ich versuche mal irgendwie in der Infobox alles so aufzulisten und allgemein auch Möbelstücke, wo ich irgendwas her habe, versuche ich auch zu vervollständigen, beziehungsweise in diesem Video zu sagen, so dass das wirklich echt eine sehr ausführliche Haustour wird. Dieser Tisch hier, das habe ich mal, oh Gott, das habe ich mal auf dem Sperrmüll gefunden. Und dann habe ich den so abgecycelt. Ich finde den süß. Der ist auch schon echt alt, aber ich finde, der hat was. Und mein Hängeschaukel. Der ist auch schön. Mag ich auch sehr gerne hier drin zu sitzen, vor allem morgens mit so einem Käffchen. Und dann lege ich immer so meine Beine hoch und dann schaue ich raus. Ich finde es richtig cozy. Manchmal nehme ich dann hier auch so das Tischchen hier und mache einfach so. Ach, herrlich, sage ich euch. Hier auf der anderen Seite ist meine Haustür. Und dann habe ich vor kurzem erst ein Schuhregal mir geholt, weil ich dachte irgendwie, das macht Sinn, meine ganzen Gartenschuhe irgendwie hier so in eine Reihe zu packen. Hier sind noch so ein paar Blumenampeln und noch so ein paar Blumen, die nicht ganz so gut mehr aussehen. Und dann würde ich sagen, wir gehen rein, oder? Ach so, stopp. Bevor wir reingehen. Ich habe hier ein Fenster und das ist einfach so, so cool, weil immer, wenn man was gekocht hat oder auch so irgendwie Frühstück gemacht hat und noch irgendwie alle Sachen irgendwie in der Hand hat, kann man das einfach nur hier so hinlegen und sich das dann draußen holen. Also das ist voll cool. Auch so, wenn man grillt oder irgendwie Freunde hat, ist das so ein Durchreichen. Irgendwie so ein Eisdielengefühl hat man immer so. Ich finde es richtig schön. Ich liebe dieses Fenster. Und jetzt gehen wir rein. Oh mein Gott, die knatscht sehr die Tür. Willkommen in der guten Stube. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Raum rechts an. Und zwar ist das mein neues Schminkzimmer. Ich liebe diesen Raum. Oh mein Gott, wir haben den erst vor kurzem ein bisschen upgegradet mit so ein paar Sachen. Wie gesagt, findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Müsste das drittletzte Video oder so sein. Und ich finde es so schön. Ich finde die Farben unfassbar toll.
Hier habe ich mein Schminkzimmer. Hier habe ich meine Garderobe. Und ich weiß, das ist eine weirde Kombination erstmal. Es ist komisch, irgendwie ein Schminkzimmer und eine Garderobe auf einmal zu haben. Aber ihr seht später mein Badezimmer. Und das ist einfach so, so klein, dass da nicht irgendwie noch Platz ist für Schminken. Und allgemein bin ich so die Fraktion, ich mag es nur, mich im Sitzen zu schminken. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das könnt. Ich hasse es, mich im Stehen irgendwie zu schminken. Also ich finde das irgendwie sau unangenehm. Deswegen habe ich hier ein Schminktischchen. Habe hier so eine Holzplatte mit so ein paar Regalen, Schubladen hier. Und ein bisschen Klimbims. Und hier so ein richtig schönes Regal. Hier sind auch nochmal so zwei süße Regale mit so Nagellacke drauf. Und ja, ich finde es richtig, richtig schön. Und hier auf der anderen Seite meine Garderobe mit meinen Jacken, mit meinen Schuhen. Hier habe ich noch ein paar Taschen von mir. Und hier sind so Jutebeutel und alles, was richtig praktisch ist, wenn man irgendwie losgehen möchte. Irgendwie einkaufen kann man sich so einen schnappen und kann dann direkt losgehen. Ach so, und hier hinter ist noch mein Körbchen mit all meinen Schals und Mützen und Handschuhen und so. Und ja, ich finde, der Raum ist mir insgesamt richtig gut gelungen. Und das ist auch der kleinste Raum. Der ist, glaube ich, 2,75 Quadratmeter groß. Also wirklich sehr klein. Ich würde sagen, wir können einmal mit dem Flur weitermachen. Genau, Haustür. Hier habe ich noch so einen süßen Schlüsselkasten. Hier habe ich endlich die Lampe erneuert. Da war so eine richtig alte vorher drin. Die sah richtig schrecklich aus. Und hier, wie gesagt, Schminkzimmer. Hier oben ist mein Dachboden. Ja, also es ist nicht wirklich ein Dachboden. Es ist einfach so eine Luke. Und das ist so unpraktisch, weil man kommt einfach nicht da ganz hinten hin. Also man kann irgendwie gefühlt nur alles da vorne hinstellen, weil der geht halt, also der ist komplett ausgebaut über das ganze Schminkzimmer und da hinten kommt man gar nicht mehr ran. Ist sehr unpraktisch, aber irgendwie auch sehr praktisch, weil es noch so ein bisschen Stauraum ist. Ja. Hier neben habe ich noch so ein, wie nennt sich das? Aufstellertisch. Das ist ein Kerzenständer, den habe ich aus einer Fundgrube. Der hat, glaube ich, nur 1 Euro oder 50 Cent oder irgendwie sowas gekostet. Finde ich ultra süß, weil der irgendwie so einen Vintage-Style hat. Meine Gardinen, ich muss kurz über meine Gardinen reden, weil ich die so schön finde. Meine Mama hat mir nämlich neue Gardinen zum Geburtstag genäht und die sind, das ist mein Traum. Das ist so richtig leinenartig, so helles Beige und ach, ich finde sie so schön, das Material, wenn die Sonne hier durchkommt, es ist einfach ein Traum. Und dann hier noch mein Spiegel, der eigentlich auch ganz schön ist, hat hier so einen shabby chic, heißt das glaube ich, Style. Und das war's auch mit meinem kleinen Flürchen. Ja, würde ich sagen, wir gehen einmal ins Wohnzimmer. Mein liebster Ort im Tiny House, es ist einfach ein Traum. Aber wisst ihr, was ich eigentlich am schönsten finde am Tiny House? Das sind diese ganz, ganz vielen Fenster hier drin. Ich habe hier alleine im Wohnzimmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Fenster. Und hier scheint die ganze Zeit die Sonne. Also das ist so schön, weil so viel Licht immer hier durchkommt. Es ist auch sehr warm. Es ist ultra heiß, oh mein Gott. Also im Winter ist es echt gut kalt, aber das kriegt man mit der Gasheizung eigentlich easy hin. Aber im Sommer hier im Holzhäuschen ist es warm, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber man muss auch irgendwie Abstriche machen. Ich glaube, wir fangen mit dem Größten an. Das ist meine Couch und die habe ich echt noch nicht lange. Ich glaube, seit 2 Monaten circa. Und ich bin absolut verliebt. Ich liebe sie. Die ist von Otto, das Sheerwood Sofa. Ich verlinke es auch mal unten in der Infobox, weil da fragt ihr mich tatsächlich ziemlich, ziemlich oft, woher ich das habe. Und das Geilste ist eigentlich daran, dass man es ausklappen kann. Also es ist gleichzeitig auch ein Schlafsofa. Und Leute, es ist so geil, wenn man hier das ausbreitet und dann hier so einen Filmabend machen. Heftig. Richtig, richtig schön. Diese Decke hier ist ultra flauschig. Die ist von Jysk. Genauso wie das Kissen hier. Finde ich auch richtig, richtig schön. Ist auch von Jysk. Und die anderen Kissen hier, das hat man Mama selbst wieder genäht. Das hier hat Mama auch selbst genäht aus einem Musselinstoff. Und das hier, Leute, ich habe keine Ahnung, woher es ist, weil es sieht eigentlich so aus, als ob es vom Sofa wäre. Ist es aber tatsächlich nicht. Also das kommt ohne Kissen. Und das hatte ich noch und es ist einfach... Da hat jemand geklingelt und ich glaube, das ist die Post. Die Tischchen hier, oh, ich bin verliebt in die auch.
Die sind auch von Jysk. Die haben, glaube ich, nur 20, 30 Euro gekostet, diese Tischchen hier im Set. Richtig toll. Das war es hier soweit, glaube ich, von meinem Sofa-Eckchen. Ich habe hier überall noch so Kerzen. Keine echten. Ich habe mal echte dahin gepackt, ne? Aber irgendwann war mir das echt ein bisschen zu riskant. Also ich bin ja allgemein ein bisschen bekloppt, was so Kerzen angeht. Ich weiß das auch. Ich schreibe mir das so oft, ne? Sofänger, hast du nicht Angst wegen den Kerzen? Ich bin da, glaube ich, ein bisschen so leichtsinnig. Leichtsinnig, sagt man, ne? Deswegen habe ich mir hierfür Unechte geholt und ich finde die eigentlich ganz cute. Ja, das ist meine Kommode, meine Fernsehecke. Es ist so witzig, jemand hat mal unter eines meiner TikToks geschrieben, Fenja, hast du eigentlich auch einen Fernseher? Also, oder hast du hier Internet? Weil es wahrscheinlich irgendwie so rüberkommt, als ob ich hier nichts hätte. Ich habe einen Fernseher, ich habe auch WLAN. Es kommt die Post, wie man eben gehört hat. Also es ist ganz normal. Dieser Fernseher hier ist richtig, richtig toll. Und ich finde es perfekt. Also es ist nicht zu groß. Ich hatte schon mal einen Fernseher, der so bis hier ging. Also die ganze Wand war irgendwie bisschen too much. Samsung The Frame heißt er, glaube ich. Kann ich ultra empfehlen. Finde ich richtig cool. Und diese Kommode hier, ich weiß gar nicht, woher sie ist, aber ich kann sie auch ehrlicherweise nicht wirklich empfehlen, weil ich dachte damals, das wäre echtes Rattern, aber das ist nur so Fake Rattern sieht es aus. Weiß ich nicht. Bin irgendwie nicht ganz so mega happy mit denen. Und hier ist mein Vision Board. Das haben wir jetzt auch das zweite Mal schon zusammen gemacht. Und ich habe euch so erzählt, was ich dieses Jahr vorhabe. Ich habe euch letztes Jahr erzählt, was so meine Träume und Visionen vom letzten Jahr sind. Und irgendwie ist das voll so zur Routine geworden, beziehungsweise so eine, weiß ich nicht. Ich mag das voll gerne. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob euch das wieder interessieren würde für nächstes Jahr, also was ich dort so vorhabe, was meine Visionen sind, so allgemein manifestieren. Ich finde es ja richtig toll, ich liebe ja allgemein diese ganzen Themen und das bringt mir sehr viel Spaß. Deswegen, ja, das ist mein Vision Board für dieses Jahr. Ja, ich glaube, wir können jetzt zum Durchgangszimmer. Und zwar ist so hier so ein Rieseneingang. Also allgemein kann man sagen, dass so dieses Häuschen wie so alles in einem ist. Also ich habe nur zwei Türen. Das ist ein Badezimmer und meine Haustür. Sonst ist alles so komplett offen und sehr, sehr groß. Also nicht groß, aber sehr offen geschnitten. Und das mag ich sehr gerne. Hier habe ich auch nochmal so Gardinen, was ich eigentlich so ganz schön finde, weil das wie so ein neuer Eingang irgendwie ist. Hier habe ich noch ein paar Pflanzen, die mir auch sehr, sehr wichtig sind und die auch sehr, sehr gut halten. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meinem undefinierbaren Raum, weil ihr könnt ja gerne ihnen einen Namen geben, weil ich wüsste selbst nicht, wie ich es nennen würde. Es ist kein Esszimmer, es ist kein Wohnzimmer, es ist ein Büro. Kommen Sie rein. Ja, das ist hier mein kleine Büroecke. Hier ist mein Monitor, mein Laptop. Hier ist mein richtig großer Schreibtisch und das finde ich auch echt toll, weil jemand hat nochmal geschrieben so, warum muss in deinem Tiny House so ein großer Schreibtisch hin? Ja, weil ich Bock habe und ich brauche keinen Esstisch, weil das fragen mich auch voll viele so, wo isst du denn, Fenja? Ich esse auf dem Sofa. Ich habe hier so, warte, ich habe hier so Aufklapptische und dann esse ich einfach darauf. Und wenn ich Bock habe, irgendwie richtig zu sitzen, dann sitze ich hier, weil ich habe hier auch genug. Also ich brauche irgendwie keinen Esstisch. Das ist irgendwie unnötig. Lieber habe ich ein bisschen mehr Space, weil hier male ich auch unglaublich gerne. Hier mache ich auch Ton richtig gerne. Hier schreibe ich voll oft. Hier arbeite ich. Diese Ecke finde ich auch, das ist so, ich glaube, mein zweites Favorite im Häuschen. Und zwar ist das mein Fake-Kamin. Viele fragen sich, ob das mal ein Kamin war oder ist, aber es ist beides nicht, weil hier einfach... Oh! Habe ich das jetzt gerade abgemacht? Ach du Scheiße. Das kann man bestimmt wieder kleben, oder? Ach Mann, dabei wollte ich euch das einfach nur zeigen. Ach guck mal, hält doch. Okay, ja, also es ist nichts dahinter. Das ist auch kein Stein. Das ist irgendwas anderes. Weiß ich auch nicht was. Aber es sieht voll pretty aus. Hier habe ich noch eine riesen Leinwand. Vielleicht male ich nochmal irgendwann eine neue. Aber jetzt finde ich es ganz süß. Hier habe ich eine Lampe, ein Pflänzchen und noch so ein paar andere Leinwände hier. Also hier in der Ecke passiert nicht so wirklich viel. Und hier war mal eine Gasheizung. Viele fragen sich, ob das noch eine Gasheizung ist. Also ja, sie funktioniert wieder. Sie hat eine Zeit lang nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert sie wieder. Aber ich habe sie ausgestellt und habe denn hierfür, das habe ich auch in irgendeinem TikTok mal gezeigt, habe ich hier so ein Umhängen,
so einen Kasten gebaut. So einen Kasten für davor. Weil ich fand die Gasheizung nicht ganz so schön. Die war so blau und irgendwie hat es mir nicht gefallen. Und deswegen habe ich hier so einen, ja, so einen Umlegekasten. Wie nennt sich das denn, Leute? Jetzt sag doch mal jetzt kurz. Kasten. Und dann können wir noch zu meiner Meditations- und Yoga-Ecke kommen. Ja, das ist sie hier. Es ist so pretty, oder? Dieser Spiegel hier, der 2 Meter lang ist und mehr als 1 Meter breit, der ist einfach so cool, weil der einfach den Raum nochmal optisch vergrößert und man das Gefühl hat, wenn man so durchkommt, dass es da irgendwie noch so weitergeht. Also finde das ganz schlau gemacht. Und hier sind auch noch so Pflänzchen. Hier sind ein paar Essentials fürs Yoga, fürs Meditieren, mein Räucherzeug, so Sprays und auch noch ein paar Pflanzen. Und ich liebe diese Ecke. Ich finde die absolut toll. Ihr könnt euch mal die alte Haustour angucken und mal sehen, wie krass leer das hier war. Vielleicht blende ich jetzt auch mal kurz ein Bild ein, wie das noch vor 1,5 Jahren ausgesehen hat. Und das war leer. Da gab es nur diesen Bilderrahmen und das war's. Hier waren, glaube ich, oder doch, eine Pflanze oder so. Also es war echt ultra leer. Hier haben wir noch ganz unspektakuläre Schränke. Ich finde sie nicht schön. Ich hätte lieber holzfarbene, aber das ist so schwierig, hier etwas zu finden. Und auch, dass es denn nur so Einlegeböden sind. Also ich finde einfach nichts im Internet. Ich habe so oft schon im Internet irgendwie geguckt, ob es irgendwie eine Alternative gibt. So aus Holzrattern. Aber es gibt nichts und deswegen habe ich es aufgegeben. Hier ist echt nichts Spannendes drin, außer ein paar Putzzeug und Staubsauger und so ein Kram. Also, und hier sind so Unterlagen. Nicht spannend, nicht schön, aber erfüllt seinen Zweck und zwar ein bisschen Stauraum. Hier sieht man auch noch richtig schön so meinen Bogen und das macht auch wieder irgendwie voll viel aus. Das war auch schon vorher drin. Das sind so die gleichen Steine wie mein Kamin. Und ich finde es richtig toll. Das war hier auch schon mit drin. Also das habe ich nicht gemacht. Genauso wie den Kamin. Und dann kommen wir gleichzeitig zu meinem Flur. Beziehungsweise zu meiner Küche, Badezimmer und Schlafzimmer. Aber wir starten jetzt erstmal mit der Küche. Die Küche. Die Küche war hier schon vorher mit drin. Und ich finde sie ganz süß. Aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, hier so ein bisschen was zu verändern. Nicht eine neue Küche, aber vielleicht hier so Holzgriffe oder hier so Folie für die Küche. Also, dass es so ein bisschen neu aussieht, weil ich finde sie cool. Ich finde sie schlicht, aber ich glaube, sie könnte so ein bisschen upgegradet werden. Also, ich werde bestimmt irgendwann mal so ein Makeover draus machen. Das hier habe ich auf dem Flohmarkt gefunden und ist auch ein Makeover gewesen. Ich glaube, ich habe euch auf TikTok oder Instagram mitgenommen. Und es ist so schön. Ich habe hier das angemalt. Ich habe hier so Blumen reingemalt und es ist so schön geworden. Und hier sind meine ganzen Tassen drin. Die meisten davon sind auch selbst getöpfert. Nicht von mir, aber von anderen. Aber ich habe auch welche angemalt und ich liebe einfach Tassen. Das ist einfach so wirklich das perfekte Geschenk für mich. So Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeschenke. Ich liebe Tassen. Selbstgemachte Tassen, da geht mein Herz auf und macht mich sehr glücklich, hier irgendwie meine Tasse jeden Morgen rauszunehmen für meinen Kaffee. Wie sagt man so schön? Klein, aber fein, ne? Die Küche ist sehr schmal, aber es ist trotzdem, also es passt viel rein. Hier ist ein Gefrierfach. Hier ist mein Kühlschrank. Hier ist so ein Apothekerschrank, da gucken wir lieber nicht rein, weil es ist sehr voll. Aber es passt sehr viel rein. Hier unten gucken wir lieber auch nicht rein, aber da ist auch sehr viel so Vorratskram drin. Hier sind Teller drin und hier sind so meine ganzen Gläser drin. Besteck, Töpfe, Pfannen. Hier, oh mein Gott, ich finde es so pretty, ist so meine Kaffee-Ära. Ja, hier ist meine Snack-Kaffeemaschine. Es ist wirklich, der Kaffee schmeckt hier so, so lecker mit. Die habe ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Echt nur für so 120 Euro. Also es war ein echter Schnapper. Und wie gesagt, hier ist auch nochmal so Öl und Kaffee. Und hier so eine Butterdose. Ein bisschen Kaffeekram. Und hier ist mein Gasherd. Und es bringt so, so Spaß, hier mit zu kochen, weil es einfach so schnell geht, Nudeln irgendwie hier so heiß zu machen. Oder nee, es bringt, also ich würde auch, glaube ich, nie wieder was anderes mir holen. Auch wenn ich irgendwann ausziehen werde, werde ich mir, glaube ich, wieder ein Gasherd holen, weil es bringt einfach richtig Spaß. Hier ist noch so eine Mini-Ablagefläche. Also hier schnippel ich dann immer. Hier habe ich so meinen Kompost. Hier packe ich immer alles rein und dann gehe ich nach hinten zu meinem Kompost. Waschbecken, Müll,
Geschirrspüler und Backofen. Also es ist wirklich alles drin, was man braucht. Und dann, wie gesagt, ist hier das Fenster zur Veranda. Da kann man dann irgendwie Sachen rausgeben. Also ultra praktisch. Und das hier zeige ich euch auch noch eben mal. Ist das nicht schön? Sagt ehrlich, wie schön ist das? Das ist so ein richtiger Landhausstil-Schrank-Kommode. Das war hier schon vorher mit drin und ich bin richtig froh darüber, weil das auch hier einfach perfekt reinpasst. Und hier habe ich so auch viele Vorräte, also Nudeln, Kartoffeln, Couscous, Zucker, als auch ganz viele Gewürze, Nahrungsergänzungsmittel. Die meisten sind hier von InnoNature, Lemon Morning. Hier ist mein Pfand, Handtuch, Brotkorb, also auch alles, was man irgendwie braucht und ich finde es sehr praktisch. Hier neben ist noch so mein Obstkorb. Ich glaube, das war es soweit mit der Küche. Und rechts neben euch, also rechts dort, ist noch mein Badezimmer. Und da quetschen wir uns jetzt auch mal rein, weil das Badezimmer ist sehr klein. Seid ihr bereit? Es ist auch wieder klein, aber fein. Zu zweit drinnen stehen geht kaum. Es ist jetzt auch allgemein kurze Info, weil ich weiß bestimmt, dass die Kommentare, wenn sie schreiben, hey, das soll ein Tiny House sein. Das sieht sehr groß aus. Wir haben hier wirklich ein Weitwinkelobjektiv, damit ihr wirklich alles sehen könnt. Also es sieht alles viel, viel größer aus, als es, glaube ich, wirklich ist. Kurz zur Info. Ich habe erst letztens ein Tiny House Q&A gemacht, wo ich all eure Fragen beantwortet habe. So wie groß, wie, was, Kosten und, und. Verlinke ich gerne mal hier oben. Aber das Haus hat 40 Quadratmeter. So, und jetzt gehen wir rein. Ich finde es schön. Ich habe hier auch letztens erst ein Makeover gemacht. Ich glaube, dieses Jahr war mein Makeover. Ja, ich habe mir auch eigentlich versprochen, nichts mehr zu machen. Aber letztens habe ich ja, wie gesagt, noch mein Schminkzimmer gemacht. Und das hier war auch erst vor kurzem so ein kleines Makeover. Hier habe ich nämlich einen neuen Schrank, Badezimmerschrank neu. Hier ist mein Waschbecken. Das war hier auch schon vorher mit drin. Das finde ich richtig cool, weil es so schön groß ist. Und meine Dusche. Die Fliesen sind auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, die sind erst 3 Jahre alt, weil hier war ja so ein richtig krasser Wasserschaden vor 3-4 Jahren. Und da wurde auch das komplette Badezimmer, musste saniert werden. Und die Fliesen sind auch noch nicht ganz so alt. Aber würde ich jetzt die Zeit zurückdrehen, ich glaube, ich hätte sie nicht mehr nochmal grau gemacht, sondern irgendwie, weiß ich nicht, so ein helles Beige oder irgendwie weiß oder so. Irgendwie gefällt es mir nicht zu 100%, aber ich finde es trotzdem noch klassisch und schön. Toilette direkt daneben, ein kleines Fensterchen. Hier dieses Fenster, das war auch in irgendeinem TikTok, habe ich irgendwie so, ich glaube, in dem TikTok von Dinge, die komisch an meinem Tiny House sind, habe ich euch das Fenster gezeigt und meinte so, irgendwie finde ich es komisch, weil ich habe das noch nirgendwo gesehen und da in den Kommentaren haben auch ultra viele so geschrieben. Ey, das gibt's voll oft in Schweden, Norwegen, Dänemark. Das ist voll praktisch, weil das Wasser halt, wenn es regnet, so runterfließt und man trotzdem irgendwie das Fenster aufmachen kann. Aber manchmal würde ich gerne hier so Stoßlüften drin. Versteht ihr? Weil es ist so klein, dieser Raum. Und dann, wenn man irgendwie geduscht hat, ist hier alles so stickig drin. Und das nächste Fenster ist auch nicht. Und dann mache ich hier nur so diese kleine Luke. Und das dauert immer, bis so diese ganze Feuchtigkeit und so rausgeht. Deswegen ja, praktisch. Ja, nicht praktisch. Hier ist dann ein richtig schönes Regal. Das habe ich auf Kleinanzeigen gefunden. Das hatte ich vorher in Weiß und habe es mir dann in Holz geholt, weil das einfach voll cool ist. Ein Wäschekorb ist da unten. Hier oben sind so ein paar Körbe, auch noch mit so Utensilien wie Toilettenpapier und Duschzeug und alles Mögliche drin. Und hier, es passt beides rein. Es passt eine Waschmaschine rein und sogar ein Trockner. Nee, andersrum. Das hier ist eine Waschmaschine und das hier ist ein Trockner. Aber es ist voll cool, es ist voll praktisch. Ich nutze nicht ganz so oft den Trockner. Vor allem im Sommer nicht, weil ich da eigentlich alles draußen lasse. Aber so für Handtücher und alles ist das schon echt cool, ne? Das ist schon echt. Es fängt an zu regnen. Und dieser Wäschekorb, das ist einfach ein Gamechanger, weil man den so einklappen kann. So viel gibt es, glaube ich, hier auch nicht mehr zu sagen. Und ich glaube, dann kommen wir noch zu dem letzten Raum. Und zwar ist das mein Schlafzimmer. Durch meine Küche. Und dann kommen wir
in mein Schlafzimmer. So sieht das erstmal aus, wenn man hier reinkommt. Ich liebe es. Es ist richtig, richtig gemütlich. Auch wieder sehr, sehr klein. Hier passt auch nicht viel mehr rein, als was ich jetzt hier so drin habe. Das erste, was man so sieht, ist, glaube ich, hier so meine Kommode. Die habe ich auch selbst gemacht. Also ich habe Bretter angeschraubt und Körbe reingepackt. Nicht selbst gemacht, ne, aber irgendwie auch schon. Hier sind so meine ganzen Socken und Unterwäsche und alles Mögliche drin und anderes Zeugs. Hier ist meine Pflanze, die sehr fleißig wächst. Beste Pflanze überhaupt, wirklich. Und dann auf der rechten Seite von euch, glaube ich, ist mein Kleiderschrank. Ich glaube, den kennt ihr auch aus voll vielen Videos von mir, so Kleiderschrank-Ausmisten-Videos. Habt ihr den Kleiderschrank schon voll oft gesehen? Den habe ich jetzt erst letztens auf Winter und Herbst umgemodelt. Und ja, hierzu kann man irgendwie auch nicht viel sagen. Ich finde ihn richtig schön groß. Ich hatte ganz früher mal, als ich eingezogen bin, hatte ich hier so einen maßgeschneiderten, nicht maßgeschneidert, aber der war so perfekt hier so drin, also so ein richtiger Kleiderschrank. Aber irgendwie hat es mir nicht so gefallen, weil das so zu war alles und jetzt hier so offen. Natürlich muss man aufpassen, dass es irgendwie immer aufgeräumt ist, aber ich finde es trotzdem voll schön. Und eigentlich sieht der Kleiderschrank nie wirklich unordentlich aus, weil ich, wenn dann immer alles runterschmeiße. Und dann sieht eher mein Boden dreckig aus als mein Kleiderschrank. Und dann kann ich euch noch mein Bettchen zeigen. Das hier ist das letzte Teil in meinem Häuschen. Das ist mein Boxspringbett. Das ist richtig cool, weil das hier unter, man kann das noch so hochklappen und hat noch richtig viel Stauraum darunter. Ansonsten, das Bett ist 1,40 groß, also nicht wirklich groß, aber 1,40 ist trotzdem, es passt auf jeden Fall. Es regnet gerade draußen, ist aber auch irgendwie cozy, ne? Also ihr könntet das so ein bisschen im Hintergrund hören, aber es ist schön. Ich liebe das ja, ne? Komm, ich zeig euch das eben. Wow, it's so pretty. Ich liebe es auch allgemein, so mit Fenster aufzuschlafen und dann hört man nur so den Regen. Richtig, richtig schön. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, aber ich war einfach bei meinem Bettchen. Boah, die Bettwäsche ist so schön. Die kann ich euch auch noch sagen. Die ist von Jysk. Die ist auch noch aktuell. So, so schön. Und habe ich ganz viele Kissen. Dahinter, das gehört eigentlich nicht zum Bett. Das ist einfach nur so ein Kopfteil, was ich da so hintergesteckt habe. Da war vorher ein anderes drauf. Also auch diese Frage, so woher ist dein Bett? Also es ist so zusammengebaut irgendwie, weil das ist so ein richtig nicht altes Boxspringbett. Aber das habe ich damals vor 6 Jahren auf Kleinanzeigen gefunden. Wie gesagt, das Kopfteil, versuche es mal irgendwie in der Infobox zu verlinken. Meine grüne Wand habe ich letztes Jahr im Herbst, glaube ich, hier den Raum so ein bisschen abgegradet. Hier so ein Regal. Und ja, wie gesagt, hier dann meine Kommode, mein Regal. Und dann war es das auch hier mit diesem Raum. Also man kann nicht wirklich hier noch mehr reinbauen, sondern wenn ich wirklich so aufstehe, dann kommt man schon fast hier so ran. Vor allem schreibt mal in die Kommentare, welchen Raum euch so am besten gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, dies jetzt auch sehr, sehr gerne zu machen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche. Nächste Woche Sonntag um 12 Uhr kommt immer ein neues YouTube-Video online. Bis bald. Fenja.